Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Survival Games auf dem Mindplex-Server. Survival Games kommen ja nicht häufig auf meinem Kanal, deswegen ist es ein bisschen anderes. Aber ich denke, ich werde mich nicht allzu dumm anstellen, hoffe zumindest. In Survival Games sterbe ich meistens direkt am Anfang. Mal schauen, wie wir uns diesmal anstellen. Das gab es ja mit Zombie, allerdings waren das ja im Team. Oder hat Zombie auch mehr gemacht. Jetzt mal die normalen Survival Games. Oh Gott, was wird mich nur erwarten? Wie werde ich mich anstellen? Also vieles, solche Fragen und vieles mehr. Auf Mindplex. Oh, ich hab eine Waffe. Auf Mindplex-Server ist es ja so. Oh, da ist ein. Ach, das ist ein Wolf-Kit. Dass man am Anfang diesen Speedbuff hat. Wenn man einen Spieler schlägt, dann hört der Speedbuff auf zu wirken. Ich hoffe einfach, dass der da vorne keine Waffe hat. Und ich schon. Er könnte eine Waffe haben. Er hat eine Waffe. Heißt, es lohnt sich nicht, gegen ihn zu kämpfen. Vor allem, wenn er das Wolf-Kit hat. Der Wolf ist nämlich relativ stark. Und respawnt auch. Naja, er kommt mir nicht hinterher. Oh, er kämpft gegen anderen Spieler. Oh, ist es ein Team? Das ist jetzt die Frage. Wenn es ein Team ist, sterbe ich. Wenn nicht, dann greife ich den ab, der besser überlebt hat. Ach, das ist gar kein Team, das ist der Wolf. So, ich habe ihn besser erwischt. Der Wolf sollte mich nicht allzu sehr ablenken. Der Wolf ist recht in. Okay, der Wolf stirbt mit ihm. Oh Gott, wir haben überlebt. Der Wolf ist recht langsam gewesen, der ist da festgehangen. Noch ein Kompass, Flint. Ich darf mich jetzt natürlich nicht töten lassen. Und wir sollten auch. Ich hätte die Schuhe anziehen müssen, Maudado. Warum hast du die Schuhe nicht angezogen? So, wir haben jetzt noch eine Axt. Wir haben auch ein Eisen, heißt noch ein Eisen. Und wir haben ein Eisenschwert. Wir haben das Axt-Kit. Das Axt-Kit kann folgendes. Also, hier gibt es so kleine Kits. Die Äxte sind, glaube ich, genauso stark wie die Schwertversion von diesen. Und man kann Äxte werfen. Heißt, ich kann jetzt zum Beispiel, diese Axt werfen. Und das ist, glaube ich, wie ein Hit. Also, macht einen geringen Unterschied und ist daher auch. Denke ich, relativ. Das ist eine relativ nette Sache. Okay, wir haben Essen, wir haben einen Kompass. Der Kompass zeigt uns den nächsten Spieler an und die Entfernung. Wenn der Gegner sneakt allerdings nicht, heißt, wenn ein Gegner mich im Kompass sucht, kann ich auch einfach sneaken und ihm so entkommen. Okay, gut. Gehen wir mal in dieses Dorf in der Hoffnung, dass da noch ein paar Kisten sind. Mein Equip ist gerade nicht das Beste. Naja, es geht. Ich habe relativ okay Rüstung. Ich habe ein paar Wäffchen und noch eine Angel. Die Angel ist natürlich das Wichtigste. Und nächste Spieler ist auch entfernt. Das finde ich gut, wenn man einen Kompass hat. So ein Kompass ist immer extrem praktisch. Sowohl in den Endergames auch als überall sonst. Weil man immer vorgewarnt ist, wenn ein Spieler kommt. So, nächster Spieler. Noch ein bisschen entfernt. Ich mache mal den Bogen auf Slot 1. Ne, ich mache den Kompass auf Slot 1, das ist auf Slot 3. Und die Wurfsachen alle hinten dran. Den Bogen brauche ich ja nicht. Ein bisschen Essen. Nächster Spieler, 26 Blöcke. Okay, jetzt müssen wir natürlich. Ich glaube, der Server ist auch gerade ein bisschen laggy. Mit den Äxten eröffnen. Okay, wir haben ihn nicht mit der Axt getroffen, er ist an der Kiste. Wir müssen diesen Moment ausnutzen. Und er hatte bessere Schuhe, glaube ich. Nee, ich hatte Eisenschuhe. Nächster Spieler. Oh, weit genug weg, Gott sei Dank. Schmeißen wir mir mal das ganze Zeug, was wir nicht brauchen, weg. Das brauchen wir alles nicht. Ich würde es aber gerne verbrennen, habe aber kein Feuerzeug. Das ist schade. Ein Feuerzeug würde doch das Ganze ein bisschen erleichtern. Okay, da hat er auch Eisenschuhe, die habe ich auch. Okay, gut. Wir haben einen Spieler getötet, haben zwar rein gar nichts davon, außer dass wir eine Axt weggeworfen haben. Können wir auch wieder hier unten reinziehen. Das Holzschwert brauchen wir nicht unbedingt. Da, ich bin mir nicht ganz sicher, die Axt eigentlich stärker sein dürfte. Die dürfte genauso gut sein wie ein Steinschwert. Nachteil ist mit einer Axt natürlich, man kann damit nicht blockhitten. Aber ich denke, damit kann man auskommen. Da waren außerdem noch Kisten in diesem Dorf, die ich noch nicht gelootet habe. Deswegen gehe ich wieder zurück. Die Kiste da oben hat er, glaube ich, auch nicht fertig gelootet bekommen. Entweder war er recht schnell oder es war ihm egal. Ah, nee, aber er hat es nicht geschafft. Supply Drop, da werden wir erstmal nicht vorbeigehen. Sondern dieses. Oh, sehr gut, da ist ein Schwert. Kann man mit Block hitten und dann können wir das zum Werfen verwenden. So, jetzt schauen wir. Wo ist es denn? Wir sind bei wir sind bei 0 und 188. Also 0, 180. Und das war in. Zu weit weg. Zu weit weg. Das lohnt sich nicht. Hier oben haben wir noch Kisten. Ich glaube, das lohnt sich mehr. Wir müssen allerdings auch auf den Schneesturm aufpassen, dass der uns nicht erwischt. Die Map-Begrenzung hier ist nämlich ein Schneesturm, der immer näher kommt. Bedeutet, ja. Irgendwann ist das Ganze hier recht klein. Hier oben ist keine Kiste. Keine Kiste. Komme ich da noch irgendwie rein? Hallo? Anscheinend nicht. Komisch. Naja, ja. Und schauen wir weiter hinten weiter. Weiter hinten weiter schauen. Ah, da ist eine Kiste. Mit einem Stick. Ich brauche keinen Stick. Eigentlich brauche ich genau jetzt ein
Oh, da ist der Schneesturm. Oh Gott, Maudado, pass auf. Der macht nicht gerade wenig Schaden. Und wenn man irgendwo eingesperrt wird, ist es natürlich sehr suboptimal. Wir sollten hier weg. Nicht, dass am Ende uns der Schneesturm noch zum Verhängnis wird. Okay. Nächster Spieler. Dann versuchen wir doch einfach mal einen Spieler zu töten. Eventuell wird das ja mit Erfolg gekrönt oder wir sterben. Wahrscheinlich sterben wir, weil ich im Survival Game schlecht bin. Naja, es ist ja nicht groß, doch es ist eigentlich komplett anders als Ender Games. In Ender Games hat man die Kits und durch die Kits muss man einen Vorteil sich erarbeiten. Also man muss sie taktisch anwenden, dass man dadurch irgendwie einen Vorteil vor den anderen Kits hat und halt wissen, was die Kits können. Das finde ich schön, das kann ich auch halbwegs, aber so Minecraft PvP bin ich eher mittelmäßig. Und Survival Games ist mehr reines PvP als ja sowas, wo man halt ein bisschen was Spezielles wissen muss. Ich hätte auch gern Enchanting Table, war da hinten. Ich glaube, ich bin an Enchanting Table vorbeigerannt, während ich 2 Level hatte. Das ist nicht so nett gut, Maudado. Sowas musst du noch denken. Okay. Vielleicht finden wir ja noch ein Eisen. Ah, das ist alles gelootet. Dann werden die hier auch gelootet sein. Ich schaue trotzdem rein. Vielleicht hat einer eine der Kisten übersehen, obwohl alle drei nebeneinander sind. Man weiß ja nie. Oh, sind das hier viele Kisten. Okay, und hier kommt der Schneesturm. Dann schauen wir mal, ob mir da hinten... Oh Gott, wahrscheinlich renne ich jetzt in eine Sackgasse noch irgendwo hochkommen. Wie viele Leute... Wir sind nur noch zu zweit. Oh, okay. Ja. Nee, zu dritt. Oder hat er einen Hund? Ich glaube, der hat einen Hund. Sneaken wir. Er hat ein Diamantschwert. Warum hat er ein Diamantschwert? Oh nein, das wird vielleicht ein Kampf. Ein Kampf, bei dem ich haushoch verliere. Weil er ein Diamantschwert hat und ich nicht. Und er noch einen Hund hat. Aber der Hund hängt da unten rum. Slash DM, um Deathmatch zu starten. Eigentlich möchte ich Deathmatch nicht starten. Oh Gott, und er hat eine Eisenrüstung. Ja, Spieler? Ich töte mal deinen Wolf, während du da hinten bist. Damit der Vorteil schon mal weg ist. Oh, und ein Eisenschwert. Aber wir sind unterhalb von ihm. Okay, wir haben ihn recht häufig getroffen. Er hat sich gehalten mit einer Pilzsuppe, schlägt uns mit einem Brot und wir haben gewonnen. Was zur Hölle? Naja, gut, dann würde ich sagen, habe ich keine Ahnung, wie lang diese Runde war. Es ist auch recht spät. Es ist 21.29 Uhr. Ich weiß nicht, wie lange die... War die nur 5 Minuten lang? Ich glaube, die Runde war nur 5 Minuten lang. Ich schaue nach, wenn sie, sagen wir, 8 Minuten sind okay, und drunter schaue ich nochmal. Aber es ist recht spät, deswegen... Verzeiht mir, falls es zu kurz ist. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Oder bis gleich, falls es wirklich nur 5 Minuten lang war. Tschüss.